Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 3. Im letzten Part haben wir mit Kapitel 14 begonnen, wahrscheinlich dem Finale des Spiels. Wir haben doch schon einige krasse Kämpfe gemacht gegen Singularity und jetzt hat er nochmal eine neue Form. Und jetzt kämpfen wir hier irgendwie zwischen den Universen an diesem komischen Ort gegen ihn oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall nächster Kampf. Diesen Kampf hier hat also an diesem Ort zumindest, hat die ursprüngliche Bayonetta aus Bayonetta 1 auch schon mal gekämpft. Aber sie ist da dann gestorben. Und wir, die Bayonetta 3 quasi, müssen jetzt hier klarkommen. Ich kann hier leider keine Dämonen gerade benutzen. Das ist ein bisschen scheiße. Da ist es noch umso wichtiger, dass ich immer schon die Hexenzeit bekomme. Und immer schon ausweiche. Zack. Okay. Um Gottes Willen. So, schön hin. Aber durch mein Zubehör, wo die Hexenzeit lange anhält, kann ich immer schön viel Schaden machen. Shit. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Ort hier, an dem wir uns befinden. Ja, Mann, ich kann doch gar nicht so schnell reagieren. Okay. Okay, jetzt ist Gamora auch noch dran. Eieiei. Spring mal hoch, Gamora. Zack. Ja, wie soll ich denn dem überhaupt ausweichen, dem fetten Gamora? Habe ich ja gar keine Chance. Immer schön ausweichen spammen. Okay, jetzt müssen wir draufhauen. Ich kann ja auch leider keine Hexenzeit bekommen, wenn ich hier mit Gamora spiele. Okay. Gleich haben wir es. Ist aber, wie gesagt, wirklich eine sehr, sehr krasse Arena hier und sieht alles ziemlich geil aus. Das gefällt mir. Oh Gott. Meinst du mal Fernangriffe noch? Ist ja eh gleich tot. Muss schon auch treffen. So, jetzt stirb. Okay. Jetzt habe ich auch wieder Dämonen. Zack. Machen wir ein bisschen Hexenzeit. Oh, jetzt sehe ich aber unten gar nicht mehr das Menü, wo ich Moves noch machen kann, die dann bald kommen. Shit. Time is in your hands. Ich kann jetzt nur einen Move zu einem Zeitpunkt machen. Okay. Für meine Dämonen. Das ist ja blöd. Bam. Schön aufgefordert. Okay. Okay, ich heile mich mal lieber. Wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt hier noch beim Finale, beim wahrscheinlich Finale sterben würde. Aber ich würde alles verwerten, dass das jetzt das Finale ist. Jetzt habe ich bald keine Magie mehr. Ja, genau. Das ist ein bisschen blöd. Ich brauche wieder Hexenzeit, also ausweichen und dann draufhauen. Da kriege ich dann immer sehr viel Magie. Jetzt Dämon. Du musst aber schon noch treffen. Okay, passt. Zack. Sehr gut. Eieiei. Sehr gut. You've been naughty, allerdings. Aber der hat auch noch mega viele KP-Leisten, Alter. Was ist das für ein heftiger Kampf jetzt? Ich habe schon ein paar KP-Leisten auch abgezogen, aber der hat noch tausende. Machen wir ein Special jetzt. Los. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch doppelten Schaden nimmt. Jetzt, wo gerade auch sein Klon draußen ist. Ne, ich treffe nur ihn. Okay. Aber die Lebensleiste geht gut nach unten. Aber der hält immer noch für meinen Geschmack viel zu viel aus.
Nervous, are you? What's wrong? Having trouble running the numbers? Aber sie wird gleich gerettet. Unsere Bayonetta. Come out just yet. I'll be the one who decides what the truth will be. Ja, Viola, rette uns! Bastard! You didn't cry while I was gone, did you? Hey, ist die nicht gestorben? Ich check gar nichts mehr. You all seem to be having a good time. Awfully rude of you not to invite me, don't you think? Labolas. Oh. Women of our caliber don't need invitations, darling. Right. Das sind sie alle. A lot of us will do next.
Aber was geht jetzt ab? Jetzt greifen alle gemeinsam an! Ich spiele gerade mit Bayonetta 1. Okay. Okay, sie ist tot. Jetzt habe ich auch das Moveset, oder? Von der alten Bayonetta. Ja, habe ich. Ist geil. Shit. Kann ich denn meine... hier die Magiekugeln, die ich habe? So sah die Mana-Leiste eigentlich in den ersten beiden Teilen aus. Kann ich die irgendwie benutzen? Keine Ahnung. Übrigens rechts oben jetzt, das Interface sieht auch so aus wie in Bayonetta 1. Die Kombo-Punkte und so. Richtig geil. Autsch. Ja! Ja, der macht aber trotzdem ordentlich Schaden. Achso, okay, jetzt geht oben meine Mana da eben weg. Okay. Oh shit, und sie ist wieder tot. Dammit. Ich hab den Panther zum Beispiel auch. Kann ich irgendwie wechseln und mit einer der anderen Bayonetta spielen? Ja, noch nicht, glaube ich. Autsch. Oh yes. Okay. Habe ich jetzt auch neue Moves oder so? Ah, jetzt greifen wir alle drei auf einmal an. Okay, nice. Zack, sehr schön. Wunderbar, jetzt in Hexenzeit schön draufhauen mit allen drei auf einmal. Das macht doch ordentlich Schaden. Autsch. Oh, was macht der alles? Shit. Immer noch aber kein einfacher Kampf. Oh, er ist wütend. Er ist wütend, er ist wütend. Oh, oh, oh. Das ist gar nicht gut. Oh, 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 das ist gar nicht gut.
Aber ich krieg da sogar keine Hexenzeit, wenn ich meinem eigenen Dämon ausweiche. Ja, greif mal die beiden noch an. Okay. Sehr gut. Bam. Oh, Klimax. Luca hilft auch noch! ja. Luca? Sorry to keep you ladies waiting. You never cease to amuse me, Luca. I could imagine worse men to spend my last moments with. Hey, you're the only one I want by my side. We've got to keep her safe. I know. She's the one who's going to keep our truth alive. Ah. Warum man sich in Strider verwandeln kann, habe ich immer noch nicht verstanden, was das soll. Aber okay. Ich bin doch rausgewichen. Mein Gott. Ja. How could anyone resist? Now, let's focus on the task at hand. Okay, aber jetzt hat er schon weniger Chancen. Komm, sage ich, das ist nämlich Schaden. Gut. Und Special! Ja. Fehlt fast gar nichts mehr. Rums! So, jetzt stirb endlich. Klimax! Verszeit 9 Minuten und es war Gold. Eieiei. Ei.
Wo war? She's okay. Seems like we always find each other whenever she needs us. And we've already come so far. Fate brought us here together. And it will never tear us apart. We'll always be together, Cereza. No. We've always been together. My clumsy, lovely fool. Will forever be in my heart. What? Daddy. Mommy. Moonlight breaks the night. A dream that could not end. Encompass me with open arms. I'll hold you once again. Memories lost in time when chanted spells with rosemary. What? Daring to belong. Okay. Who to be. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Krasses Ende auf jeden Fall. Aber so schlimm ist es nicht. Was Bayonetta und Lucas sind, glaube ich, nicht ganz Geschichte. Sean ist ja im zweiten Teil auch schon sowas ähnliches passiert. Und die haben wir auch retten müssen und retten können. Aus Inferno. Vielleicht muss man dann in Bayonetta 4 sie und Luca retten. Aber trotzdem ein schönes Ende eigentlich, finde ich. Ich mag eigentlich so bittersüße Enden immer... meistens ganz gerne, weil das ist ja jetzt nicht komplett happy, logischerweise. Habe ich auf jeden Fall nicht kommen sehen. Das ganze Finale war auch einfach mega cool, wo die ersten beiden Bayonettas auch zurückkamen.
Richtig nice. Ich sag gleich noch ein bisschen mehr als Fazit. Ich will nur nicht hier so viel drüber reden, über den Song. Krasse Dance Moves. Jetzt gerade Szenen aus Bayonetta 2. Bayonetta 1. What is this?
allowed to call me that. Hang on. Rewind. My name is Viola. And you're never gonna fucking forget it. Verarschen, es kommt noch ein Kampf? Nee, dann sorry, dann gibt's wieder Cliffhanger. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Obwohl, wir hatten ja die Credits schon. Das waren auch sehr coole Credits. Aber ich könnte mir vorstellen, dass noch mehr Credits auch kommen. Normalerweise kann man auch immer während den Credits noch spielen in Bayonetta. Und Kämpfe machen. Keine Ahnung, wie lange es noch geht. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Bayonetta 3. Ultra krass. Also, das war schon so irgendwie das Finale. Aber es kommt immer noch mehr. Keine Ahnung, was noch alles passieren wird. Der nächste Part wird auch wieder insane. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.